Oh, ich freue mich. Wir sind wieder da. Das Dreamteam langsam. Zum Wiederholen mal begrüße ich die liebe Anke Garve zu unserem Hallo, liebe Anke. Gespräch. Hallo, liebe Anke. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für mich. Seit vielen Jahren begleiten Sie mich ätherische Öle. Für mich gehört es einfach zur Phytotherapie. Es ist eine Weiterentwicklung der Pflanzen, eine andere Anwendungsweise der Pflanzen und unterstützt mich auch bei der Behandlung der Tiere sehr oft und sehr, sehr gut. Das Erste ist, was sind eigentlich ätherische Öle? Ich sag mal kurz, wie ich zu den ätherischen Ölen gekommen bin. Ich habe viele, viele Jahre als Ergotherapeutin gearbeitet und habe unter anderem in einem Pflegeheim gearbeitet. Und wir haben gemerkt, es gibt immer wieder Patienten, die einfach wirklich herausfordernd sind, beziehungsweise deren Krankheitsgeschichte auch für die Patienten selber sehr herausfordernd war, wo einfach Medikamente oder psychologische Gespräche oder was wir so an Setting in dem Pflegeheim versucht haben, einfach nicht so gut gegriffen hat. Und da ich mich schon viele, viele Jahre mit Pflanzen beschäftige, bin ich irgendwann auf die Bücher von Jürgen Trott-Schepe gestoßen. Und wie der Zufall so wollte, lebte er in meiner Nähe und ich konnte bei ihm einen Kurs belegen. Und er hat die ätherischen Öle noch mal stärker in meinen Fokus auch gerückt. Und ich habe gemerkt, es ist ein ganz einfaches, sehr, sehr sinnliches Mittel, was Therapien unterstützen kann, ohne viel Worte. Und ich habe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, dann auch in dem Pflegeheim. Das war ein langer Weg, das auch zu etablieren in der Einrichtung. Klar, ne, viel Skepsis und ob man da nicht interagiert irgendwie mit den schulmedizinischen Sachen oder da Ja. reinfuscht, sondern also es war ein langer Weg, bis ich das so etablieren durfte und habe da sehr, sehr gute Erfahrungen machen können für Menschen, die dafür offen waren, aber auch mit Menschen, die sehr unbewusst daran gegangen sind und irgendwie sich trotzdem hingezogen gefühlt haben zu diesen Behandlungen mit ätherischen Ölen. Wir haben dann Fußbäder gemacht oder Handmassage oder eine Ohrmassage auch, weil es ging darum, es sollte unkompliziert sein und im Pflegealltag einfach machbar sein, ohne dass der Mensch sich groß ausziehen muss oder ja, ne? Sondern es war eigentlich nicht so ideal, aber mehr so auf dem Flur, wo es dann stattfindet, aber es war, oder auf dem Zimmer halt, aber es war eine schöne, unkomplizierte Sache, die sehr gerne angenommen worden ist. Und zusätzlich, das fand ich ganz besonders, das hat der Jürgen auch nochmal sehr betont, es ist eine Win-Win-Situation für beide, für die Behandler wie auch für die Behandelnden. Ja, weil einfach die Öle, die tun auch dir gut und ich denke, alle, die im Pflegealltag arbeiten, wissen ganz genau, was ich meine. Einfach, du brauchst auch viel Energie, um gut da zu sein. Und ein ätherisches Öl kann das sehr gut unterstützen. Das nur zu meinem Background, wie ich zu den Ölen gekommen bin. Und ich finde, sie auch sind eine super Sache, um sich selbst, wie wir in den letzten Gesprächen auch gehabt haben, sich selbst zu ermächtigen. Du kannst dich sehr gut selbst behandeln damit und dich so auf diesen Weg geben, dir selber mehr zu begegnen, da die Öle einfach auch sehr Unbewusstes ansprechen in dir. Cool. Aber zurück zu deiner Frage, was sind ätherische Öle? Letztendlich ist es die Essenz von einer Pflanze. Es sind natürlich vorhanden sind ätherische Öle Duftstoffe, aber auch Schutzstoffe, die die Pflanze schützen vor Kälte, vor Wärme, vor Fraßfeinden. Ja, also sie kann sich damit dann auch abgrenzen. Dafür nutzt die Pflanze das und auch zur Kommunikation mit anderen Pflanzen. Ja. Und wir Menschen können diese Öle für uns nutzen, da sie ein sehr hochkomprimiertes
Mittel sind aus einer Pflanze extrahiert durch die Wasserdampfdestillation meistens. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele verschiedene Verfahren, um an diese Öle auch zu gelangen. Ja, Ja, und super. Ja, ich habe da auch gerade in dem Bereich Pflege durfte ich jemanden unterstützen, der kam mit dem Hund in die Praxis und erzählte dann, dass sein Sohn durch einen schweren Autounfall pflegebedürftig ist und starkes Spastiken hatte. Der hat hauptsächlich den Kopf bei dem Unfall erwischt. Und der so krampft und alles. Und den habe ich auch eine Ölmischung gemacht. Sage ich, probier es mal aus, ob wenn ihr da die Füße oder was Hände massiert damit, ob es besser wird. Und er hat es auch dem Pflegepersonal dann angewiesen, dass die das machen. Und er ist sichtlich ruhiger geworden und auch die Spastiken waren nicht mehr ganz so extrem. Also sie waren noch da, aber sie waren leicht gemildert. Aber er wurde auch ruhiger und das war schon für die Leute super Erfolg. ja, ne, also auch diese Erfahrung haben wir auch im Pflegeheim machen können. Einfach, dass das Menschen, wir hatten häufig welche mit Schädel-Hirn-Trauma, die ja dann wirklich oft sehr unruhig körperlich auch waren und hin und her geirrt waren. Und du hast gemerkt, mit so einem Öl wurden sie etwas ruhiger, sind etwas mehr zu sich gekommen. Ja. Und das erleichtert natürlich den Alltag in so einem Pflegeheim ungemein für beide Ja, Seiten. für beide Und auch für die Seiten. Angehörigen ist es eine schöne Sache, wenn man manchmal nicht mal mehr kommunizieren kann, Ja. ja, über Worte so wie früher, aber durch eine Berührung Ja. geht es. Und sie Ja. können etwas tun, sie können die Hände einmassieren oder wie ich sagte, die Ohren oder wie Ja. auch, wenn man möchte, wenn derjenige auch liegt, einfach auch mal an die Beine ran, an die Füße. Es ist eine schöne, schöne, sinnliche Sache zu kommunizieren miteinander. Ja. Und diese Öle, je nachdem, wie man dann auch, welches Öl man auch wählt, sind einfach ein toller, toller Mittler. Und das Schöne ist, das Gleiche funktioniert auch bei den Tieren. Ich kann zum Beispiel bei den Hunden auch die Ohren außen mit den Ölen massieren oder unten die Pfoten einreiben und massieren. Also das funktioniert genauso gleich. Und da muss man halt ein bisschen auch schauen, wo die Öle her und alles, aber es funktioniert super. Ja. Außer wenn man so einen Hund hat, der wie wir, unseren Schäfer, der Öle hasst. Starke Gerüche kann der nicht ab, da dreht der voll ab. Also da muss man Abstand halten. Aber mei, es gibt halt auch solche Fälle. Jetzt hattest du was angesprochen, und zwar die Wasserdampfdestillation. Das kennen sicher viele nicht. Ich blende jetzt einmal das Bild ein, wie sowas aussieht. Und jetzt, ja, da ist es freigeben. Jetzt haben wir das Bild da. Das ist die Wasser. So, sie also kann sowas aussehen. Magst du das ein bisschen erklären? Ja, wichtig ist noch zu wissen, dass zum Destillieren sich nicht alle Pflanzen eignen. Nicht jede Pflanze ist so ergiebig in der Destillation, dass dann auch genügend Öle, Öltropfen dann übrig bleiben. Aber es geht ziemlich viel, was man destillieren kann. Man kann Blüten, Blätter, Wurzeln, Früchte, Rinden, Holze und Harze oder auch äußere Fruchtschalen, wie zum Beispiel von Zitrone und Orange, werden auch destilliert. Die werden dann oben in den Alambik getan, da wo man die Blätter Ach, sieht, da. genau, auf ein Sieb. Darunter ist das Wasser, das erhitzt wird. Und dann steigt der Wasserdampf auf und entreißt sozusagen den Pflanzenteilen die ätherischen Öle, Und dann geht geht nach es, ja. oben in diesen Schwanenhals, wird dann wieder abgekühlt. Genau, und geht dann in das nächste Gefäß. Und dann sind die Öltröpfchen schwimmen auf dem Wasser. Und da gibt es einen Wasserhahn. Warte mal, weiter oben. Ja. Den. Da entnimmt man die Öltröpfchen. Und unten das Wasser, was da rauskommt, das nennt man auch Hydrolat. Es ist eigentlich ein Abfallprodukt.
Aber mittlerweile wird das auch in der Aromatherapie sehr, sehr gerne genommen, auch für die Pflege. Da sind wasserlösliche Stoffe von der Pflanze noch drin, die auch duften und sie wirken sehr sanft und sind zum Beispiel für Tiere, für Kinder sehr gut auch geeignet, auch für ältere Leute, einfach wo man nicht mehr so einen starken Reiz setzen Ja. möchte, wie das ätherische Öl ist natürlich sehr, sehr hoch konzentriert und sehr stark wirksam. Also auch wenn man es auf dem Körper benutzt, dann immer stark verdünnt mit einem Trägeröl. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe ein Hydrolat von Weihrauch einmal bekommen. Das war herrlich. Das hat immer noch so fein gerochen und aber ganz, war ganz eine feine Art, ganz, ganz sachte. Wichtig Ja. ist, weil ich komme noch mal auf die Wasserdampfdestillation. Es ist eine Kunst einfach. Das ist etwas, das braucht jahrelang Erfahrung. Und die besten Öle sind die, die sehr langsam erhitzt worden sind. Also wirklich sehr, sehr langsam diesen Prozess durchlaufen haben. Und auch die Hydrolate herzustellen, ist auch noch mal eine Kunst. Ich weiß, dass es in Frankreich Rezepturen einfach überliefert worden sind, wie diese Hydrolate herzustellen sind. Ja. Ist schon ein qualitativer Unterschied. Und da muss man gucken, welche Firmen nimmt man, wo kauft man das. Ich habe hier zum Beispiel eins aus Frankreich, das ist aus dem Supermarkt, ein Rosenöl. Ich finde, es duftet sehr, sehr gut, aber ist natürlich für die Masse hergestellt. Also es Ja. wird jetzt nicht ein sehr besonderes, exklusives sein. Aber ich habe eine Berliner Firma, ich mache mal ein bisschen Werbung einfach. Okay, das ist ein Laden in Berlin, Mechanische Rose nennt er sich. Die verschicken auch übers Internet. Das ist, finde ich, immer ein sehr hochqualitatives Hydrolat. Und ich nehme das wahnsinnig gerne als Gesichtswasser. Ich befeuchte mir das Gesicht oder fülle das einfach hier in so eine Sprayflasche. Mach es mal ganz kurz vor. Besprühe mein Gesicht. Ups. Ein bisschen verreibe das und dann trage ich ein Öl. Da habe ich Mandelöl mit 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl gemischt und gebe mir davon ein paar Tropfen dann in die Hand und verteile das dann im Gesicht. Es riecht sehr, sehr angenehm, sehr zart und dadurch, dass du das Gesicht befeuchtet hast und dann Öl drauf gibst, trocknet es die Haut nicht so stark aus. Also es vermischt sich, es zieht besser in die Haut ein. Und ich finde, das ist ein ganz toller Pflegetipp für den Alltag einfach. Es Ja. riecht gut, die Haut bleibt nicht fettig danach und du machst eine gute Pflege. Ist seit vielen Jahren mein Cremeersatz einfach Ja. auch. Ja. Ja, ich sage immer, wenn man weiß, wie das hergestellt wird, was das für Arbeit ist, und wenn ich jetzt manche Pflanzen anschaue, so wie Strohblume, ja, was soll aus der Strohblume Öl kommen? Ja. Kann man sich ja vorstellen. Und weil die Leute oft jammern, ja, das ist so teuer. Ja, sage ich, macht einmal selber Öl aus einer Strohblume. Wie viel Tropfen gewinnt ihr da? Dann wisst ihr, warum das so teuer ist, wenn das rein ist. Alles andere ist gepanscht irgendwie oder verdünnt. Und sage ich, ich mache ab und zu also ich habe durch meine Stieftochter, die arbeitet in Holland, und da machen wir ab und zu Hanföl. Und das wird ja nicht über Wasserdestillat gemacht, sondern über Alkoholauszug. Und da wird der Alkohol, also 100%, also fast 100%iger Alkohol, und der wird verdampft. Und da bleibt auch zum Schluss dann das Öl. Und das ist auch im Verhältnis zu der Menge Blüten ist es minimal, was dann an Öl überbleibt. Und dann sage ich immer, dann kann, wenn man das einmal gemacht hat, weiß man, warum die in Holland auch für so 10 Milliliter 100 Euro verlangen. Weil du brauchst immens Blüten und Sachen. Ja. Und das muss man sich heute auch ein bisschen vor Augen führen. Das ist, wenn man Qualität und Reinheit will, braucht man unheimliche Menge.
Und auch Wissen und Zeit und Arbeit. Und das ist nichts, was jetzt innerhalb von 5 Minuten passiert ist. Ja. Es Ja. ist eine Kunst, es ist ähnlich wie ein Ja. guter Wein, wie gutes Essen. Ja, es ist langsam erhitzt und Ja. wirklich, Ist. wenn es die höchste Qualität, soweit ich weiß, ist einfach, die Pflanzen sind sehr naturbelassen, am besten Wildsammlung oder aber wirklich sehr gut angebaut und sehr gehegt und Ja. gepflegt, keine Chemie eingesetzt und dann langsam verdampft und nichts weiter mehr. Diese naturreinen Öle sind nicht so oft zu bekommen, Ja. haben aber qualitativ eine ganz andere Wirkung als ein Öl, was auch wahrscheinlich wird gesagt, es ist naturbelassen oder sehr oder Bioöl. Aber häufig werden die Öle in größeren industriellen Betrieben nochmal auseinandergenommen, so und dann wieder zusammengesetzt mit einem Profil, dass sie immer gleich riechen, dass du sozusagen als Kunde das Gefühl hast, oh, ich habe immer das gleiche Öl gekauft. Ja. Wenn ich aber das sehr naturbelassen möchte und aus meiner Sicht die höchste Qualität möchte, wird es jedes Mal Abweichungen geben. Es Ja. ist jedes Mal ein Original oder wie sagt man, ein Unikat einfach. Es ist Ja. nicht nachahmbar. Es riecht natürlich dann zum Beispiel wie Lavendel, aber er hat jedes Jahr eine andere Nuance noch drin. Ja. Hängt vom wie die Pflanzen gewachsen sind, vom Wetter ab, der Boden, ja, wie viel Regen hatte es, wie viel Sonne hatte es und auch zu welchem Zeitpunkt wurde es geerntet. Also es ist wirklich eine ganze Wissenschaft, es ist eine Ja, Kunst einfach. ja, ja. Aber das macht es auch so schön und so spannend. Ja. Ja, wie muss man das sagen? Wie nimmt man? Man nimmt ja erst einmal den Geruch wahr. Aber was passiert da noch im Körper? Was geschieht da unterbewusst noch? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es bleibt ein Geheimnis, aber man kann es halb so beschreiben, in einfach, es geht ins Unterbewusstsein. Was da genau passiert, kann ich dir auch nicht beschreiben. Es ist eigentlich, muss jeder, der jetzt zuhört und ein bisschen angetriggert ist und merkt, Mensch, es interessiert mich, probiert es bitte selber aus. Jeder nimmt es auch nochmal anders wahr. Und nicht jedes Öl ist gleich. Und es ist auch nicht, selbst wenn du das gleiche Öl nimmst, jedes Mal eine gleiche Erfahrung. Ja. Stell dir das vor wie mit einem Menschen. Du hast jemanden gern, ja, den triffst du zum ersten Mal, haut dich um wie eine Bombe. Und dann triffst du ihn immer wieder, du gewöhnst dich an ihn, du magst ihn einfach. Aber es ist wie eine Beziehung einfach, die du auch Ja. eingehst mit einem Öl oder mit dieser Pflanzenseele auch. Ich merke Ja. halt manchmal. Das erste Mal denkst du, wow, und oh, das ist toll und super. Und das nächste Mal willst du das Öl nehmen und denkst du, boah, nee, das stinkt, das mag ich überhaupt nicht. Genau, das kann genau so sein oder andersrum, ne? Du magst Ja. es überhaupt nicht und du näherst dich dem Stück für Stück an. Und es muss nicht mal über den Geruch erfolgen, es ist einfach die reine Schwingung auch. Ja. Und was ich noch sagen wollte zum Unterbewusstsein, da sind ja auch Erinnerungen ganz stark gespeichert. Also Düfte können wie nichts an, wie eigentlich kein anderes Mittel, können Erinnerungen wecken. Zum Beispiel, du hast als Kind, warst du sehr, sehr gern bei deiner Oma und sie hat dir Kakao gekocht und so weiter. Und du riechst das jahrelang nicht und irgendwann riechst du wieder diesen Geruch und alles ist wieder genau vor dir und du kannst dir ganz genau vorstellen, wie die Räume aussahen, wie deine Oma war. Und also Düfte können Erinnerungen wecken Ja. und sehr wohltuend sein. Ja, also Ja. ohne Worte einfach auch ein Wohlbefinden auslösen. Es gibt ein paar ätherische Öle, das wird niemand oder kaum jemand I sagen. Zitrone zum Beispiel. Ja. Oder Orange. Das sind so Düfte, wo kaum jemand sagen wird, das ist eklig.
Es sei denn, du hast vielleicht eine eklige Erfahrung damit Ja. gemacht. Aber die meisten werden das Gefühl haben, ach, das riecht gut. Oder Kaffeegeruch. Ja. Oder Zimt, damit verbinden natürlich viele dann Weihnachten Ja. auch etwas Schönes. Also so musst du dir das vorstellen, Ja. das mit den Düften, wie die Erinnerung und auch noch Gefühle wecken. Und ja, und dann gibt es auch noch so Leute wie mich, der plötzlich einen Duft in der Nase hat, wo gar nicht weiß, wo ich sage, wow, was macht das? Was tut das? Oder ich brauche dann genau dieses Öl oder diese Pflanze für die Behandlung von einem Tier oder so, oder auch für uns Menschen. Und das passiert, wenn du dich mehr damit beschäftigst. Du trainierst deine Sinne ja dann auch. Du wirst Ja. häufig feststellen, du wirst feinsinniger. Es reicht, wenn du zum Beispiel, ich habe hier so eine Hagebutte, die sehr stark duftet. Aber es nehmen meistens nur ich wahr und meine Mitmenschen gar nicht so stark, weil sie noch gar nicht so hingespürt haben oder noch nicht so trainiert sind mit der Nase dann einfach. Das kommt einfach, das ergibt sich. Und manchmal hast du auch einen Duft im Kopf, ohne dass das da war, einfach weil du schon ein bisschen trainierter bist und dir das besser, schneller vorstellen kannst. Wie riecht das? Das hatte gestern auch. Wir sind Kundin war da und wir sind auf der Terrasse gesessen und da steht der große Artemisia. Und ich habe immer so eine Wolke gekriegt von der Artemisia, dem Duft. Sag ich, mei, die riecht so gut, das riecht. Und sie, was denn? Und schaut um. Ja, sage ich, hinter mir die Pflanze, die Artemisia. Ach, das rieche ich nicht. Dann denke ich, okay, ich nehme die so stark wahr, das muss man doch riechen. Es ist häufig, wenn wir eine Beziehung schon eingegangen sind mit diesen Pflanzen und auch schöne Erlebnisse mit ihnen haben, wir werden Ja. immer feinsinniger, wenn sie überhaupt nur in der Nähe Ja, ist. ja. Und dazu ist mir vorhin gerade mit der Wasserdestillation und auch mit der Alkoholdestillation kommen. Ich werde heute noch ansetzen und werde mal einen Auszug probieren aus der Artemisia. Das ist mir gerade so wieder in den Sinn gekommen irgendwie. Also ich bin dankbar um die Gespräche mit dir. Es kommen immer bei mir auch so viele Ideen. Ich mag noch einen Schlenker machen, weil ich das spannend finde, die Fragestellung, wie sind Menschen überhaupt darauf gekommen, eine Wasserdampfdestillation zu machen? Ja. Soweit ich recherchiert habe, hat das was mit Alchemie zu tun. Und ich kennt vielleicht der ein oder andere das Buch von Paulo Coelho, der Alchemist. Also wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt lesen. Und wer es schon mal gelesen hat, es ist Zeit, wieder zu lesen. Es ist ein Buch, was einen einfach immer wieder rüttelt und fragt, na, bist du noch dabei, deine Wünsche zu realisieren? Bist du noch wirklich mit dem Herzen dabei? Also es ist ein toller Ja. Anstupser, finde ich. Und ich mag daraus kurz zitieren, denn es geht darum, um die Geschichte auch der Alchemie, die sehr wohl der Vorläufer der Wasserdampfdestillation unter anderem ist. Aus dem Buch habe ich zwei Zitate so rausgeschrieben, und zwar, alle Dinge sind Offenbarung eines großen Ganzen. Und höre auf die Stimme deines Herzens, es kennt alle Dinge, denn es kommt aus der Weltenseele und wird eines Tages dorthin zurückkehren. Ja, also einfach unser Lebenslauf, ob wir wollen oder nicht, wir entfernen uns davon und wir bewegen uns wieder hin zum großen, ganzen, göttlichen, nenn es wie du magst. Es ist einfach ein Weg und das macht das Leben so spannend. Und es ist einfach, das Herz ist unsere Verbindung einfach auch dazu. Gänsehaut. Und die Alchemisten, das waren welche, die wollten einfach forschen, was hat es mit der Materie auf sich? Und sie wollten letztendlich Materie so verwandeln, dass es wieder, dass sie wollten die Weltenseele entdecken, sie wollten sie sehen. Ja. Und dadurch kamen die Menschen auf die Idee, genau, es ging darum, das höchste spirituelle Ziel der Alchemie bestand in der Erlösung von der Materie, in der Vollkommenheit und Läuterung der Seele.
Und die Alchemisten glaubten, dass wenn man ein Metall über viele Jahre erhitzt, dass es seine ursprünglichen Eigenschaften verliert und anstelle des Metalls bleibt nur noch die Weltenseele zurück. Und diese Weltenseele ermöglicht dem Alchemisten, alles auf der Erde zu verstehen. Also es ist ja eigentlich wie so eine Sehnsucht in uns Menschen, die wir ja auch heute auch haben. Wir möchten Dinge verstehen, ja, und möchten dem nicht einfach nur so vertrauen und es wird schon, und ist alles richtig, sondern wir wollen uns auch besser fühlen. Wir wollen Dinge verstehen. Und der Alchemist hat dadurch dann wie gesagt, ein Metall über viele, viele Jahre erhitzt. Und wenn sich dieses Metall langsam auflöst, dann besteht es aus einem flüssigen und einem festen Anteil. Und das, der flüssige, wird das Elixier des langen Lebens genannt. Und das Feste, es ist der Stein der Weisen. Das haben wir alle schon mal gehört, aber wahrscheinlich nicht mit Alchemie in Verbindung gebracht. Und man sagt, dass das Elixier des langen Lebens alle Krankheiten heilt und ewige Jugend schenkt. Naja, ne, wer hätte das nicht gerne? Und der Stein der Weisen, davon reicht ein Splitter davon und er kann Metall zu Gold machen. Und da wurden im Mittelalter gab es ganz viele Scharlatane, die dann gesagt haben, sie sind Goldmacher, sie können Blei in Gold verwandeln und so weiter. Und dadurch ist die Alchemie dann doch wieder in Verruf geraten. Ja. Und in dem Buch von Paulo Coelho, da kann man dem Geheimnis doch noch mal ein bisschen näher kommen, was denn wirklich der Stein der Weisen ist und auch das Elixier des Lebens. Also das nur dazu als Vorstufe oder als Vorgeschichte dazu, wie die Alchemie, die Wasserdampfdestillation entstanden ist und auch, dass man sagt, dass wenn diese Pflanzen dann extrahiert sind, sie durchlaufen auch alle Lebenszyklen. Die Pflanze schenkt ihr Leben und hinterlässt sozusagen ihre Essenz. Daher halt ätherische Essenzen. Ja, es ist die Quintessenz. Es ist das, was übrig bleibt von ihr. Und mit dieser reinen Seele von dieser Pflanze können wir letztendlich uns Impulse geben, um wieder zu unserem Ursprung zurückzufinden. Also eigentlich sind es wie Helfer, Mittler, die uns an die Hand nehmen oder nochmal anstupsen und sagen, komm mit, guck mal, da geht's lang. Ja, Ja, so ein und Wiedererkennen und wieder. richtig, Ja, richtig. ja. Letztendlich heilt die Pflanze nicht, auch das ätherische Öl heilt nicht, sie macht das nicht, aber sie ist ein Katalysator, ein Prozessbeschleuniger. Du Ja. würdest so oder so auf deinem Lebensweg früher oder später bestimmte Erfahrungen machen und auch Entwicklungen durchlaufen. Aber diese ätherischen Öle haben die Kraft, das zu beschleunigen, dass du es bewusster wahrnimmst, vielleicht auch stärker, schneller oder auch Hindernisse dadurch besser überwinden kannst. Ja. Aber wie genau sie das macht, das kann ich nicht beschreiben. Es ist wirklich, das ist ein Geheimnis, das ist ein Zauber. Es ist sogar. Ich für mich finde es sogar gut, wenn wir dem nicht zu genau auf den Grund gehen, denn mir reicht, dass ich merke, Dinge lösen sich, ja, bestimmte Gedanken kommen nicht mehr so stark oder bestimmte Gefühle brauche ich nicht mehr. Es sind ja meistens Dinge, die ich loslassen möchte, die mich einfach auch behindern, mich freier zu entfalten. Und da hilft mir zu wissen, das Öl stupst das an und erinnert mich an meinen Ursprungszustand, wo ich merke, so fühlt sich das an. Ah ja, genau. Und manchmal reicht diese Erinnerung, um zu wissen, ich kann es, ich hab's, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich glücklich bin. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich stark bin oder ne, was auch immer ich an Eigenschaften möchte. Dabei kann mich das Öl unterstützen, mich daran zu erinnern, an diese Kraft. Wir alle haben Momente der Kraft in unserem Leben schon gehabt. Und die werden immer mal wieder vom Alltag überlagert, wo du es nicht mehr so stark spürst oder wo du einfach aufgrund auch von Energiemangel, Kraftlosigkeit einfach dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass du dich auch so fühlen kannst. Und plupp, das Öl kann es anstoßen, dass du merkst, so geht. Ah ja. Ja. Und dann musst du wieder laufen und steuern und das Kommando übernehmen, dass du weiter so bleiben darfst.
Jetzt hat, ja, man hört ja ganz viel von der Aromatherapie. Ja. Wie kriege ich jetzt dort die Kurve? Naja, es ist letztendlich die Anwendung. Was mache ich denn damit, wenn ich weiß, das sind ganz andere Sachen, ätherische Öle. Und die wurden ja ach, viele Jahrtausende vorher auch schon entdeckt und angewendet. Und dieses Wissen ist leider immer mal wieder in Verruf geraten oder also durch Quacksalber einfach auch in Verruf geraten, durch diese Goldmacher oder aber es wurde einfach vergessen. Ja, weil andere therapeutische Mittel einfach zur Verfügung standen oder es politisch einfach nicht gewollt war. Ja, Aromatherapie. Wie kann ich mir das im praktischen Alltag oder in der Praxis oder vorstellen? Wie kann ich sie anwenden? Was für Möglichkeiten habe ich da? Ja, ich erzähle mal ein bisschen noch was Geschichtliches zur Aromatherapie. Wiederentdeckt wurde sie in den 20er Jahren in Frankreich, Italien und England und gelangte dann Ende der 80er Jahre nach Deutschland. Und das war einfach aus dem Wunsch geboren, eine sanfte Therapiemethode zu finden, ohne schwere Nebenwirkungen, ohne Abhängigkeiten von dem Mittel. Es war wichtig, weil es darum ging, als Patient, dass du mehr Mitspracherecht einfach wieder hast und auch Eigenverantwortung übernimmst. So kamen die ätherischen Öle so Ende der 80er Jahre mehr auch hier in unseren deutschen Kreis. Und sie wurden ursprünglich ja auch noch angewendet, also dass man guckt, es braucht schon noch einen Therapeuten, der sich damit auskennt in der Dosierung, denn die ätherischen Öle sind ja, können auch stark ätzend sein, wenn du sie pur benutzt. Ich erzähle mal nur ein Beispiel. Ich kenne einen Mann, der liebte Teebaumöl und hat gesagt, Mensch, das hilft gegen Mückenstiche und so weiter. Und weil es ja auch stark riecht, was gut riecht, hilft viel. Ja. Und er hat sich das ganze Öl einfach auf die Arme gemacht. Und er sagt, man brannte so feuerrot, er wusste gar nicht mehr, was er machen soll. Und auch Wasser hat gar nicht mehr geholfen. Es ist einfach pur oder zu viel, ist einfach nicht gut bei diesen ätherischen Ölen beziehungsweise bei den Essenzen. Ja. Und da braucht es dann schon einen Erfahrenen, der einfach sagt, du, das und das reicht, so oft musst du es nehmen. Was auch wichtig ist, sie ergänzen Therapiemethoden, also pfuschen da nicht rein, ja, weil es ging ja eher darum, auch der Arzt, dass diese Therapie, die der Arzt halt verordnet hat, dass die nicht gestört wird. Und da kannst du mit einem ätherischen Öl in einer guten Dosierung noch ergänzen. Ja. Ja, meistens wird die ätherischen Öle, also gerade auch bei den Tieren, mit Erträgeröl verwendet, mit Kokosöl oder Mandelöl oder so Genau. Jojobaöl, wo man einfach nur Mini-Tropfen dann reingibt. Bei den Tieren sind es oft bloß Zahnstochertropfen, also wo man den Zahnstocher eintaucht und nur der kleine Tropfen, der runterfällt, dann, das reicht oft für die Tiere schon. Ja. Und mit dieser eigentlich so schwachen Mischung arbeite ich bei den Tieren und das reicht denen. Das ist mehr als genug. Es ist auch ganz normal, ne? Es ist ja das Markante erstmal für uns, was wir wahrnehmen an einem ätherischen Öl, ist natürlich der Geruch. Und es fällt erstmal schwer und braucht Erfahrung, damit du wirklich, dass nicht der Geruch die Hauptwirkung ist und dass ich deswegen ganz viel davon brauche, sondern dass es eigentlich der Geruch ist wie eine Begleiterscheinung, die gut auf die Psyche wirken kann, aber die ätherischen Öle wirken auch, ohne dass sie riechen. Wie gesagt, nur die reine Essenz oder wie du sagst, immer mit so einem Zahnstocher einfach nur ins Öl getunkt, dass man das ätherische Öl kaum riecht, aber es ist vorhanden. Das fällt uns schwer, das zu glauben. Ne? Und dadurch kommen dann solche Überdosierungen oder weil es so gut riecht, na, dann mache ich noch mehr in die Aromalampe rein und irgendwann, ich nehme es halt auch nicht mehr wahr. Also brauche ich wieder mehr. Aber das ist in dem Fall eigentlich eher kontraindiziert. Also
braucht schon auch ein Ja. jemand Erfahrung, der dir das zeigt auch und erklärt. Was mir gerade so in den Sinn kam, viele kennen ja noch als Kind inhalieren, Kamillendampfbad, wo man mit dem Handtuch über der Schüssel hängt und einatmet. Im Prinzip atmet man ja auch die Essenz der Kamille oder so ein, dieses, was den Dampf im Dampf dann gelöst ist. Ja, vom Prinzip her ja. Aber wie gesagt, bei der Wasserdampfdestillation, Ja. das findet ja unter Ausschluss der Außenluft ab, statt und Ja. ist ein sehr langer Prozess. Ja. Aber da hat Aber man auch vom so Prinzip her hast du recht, ja. im kleinen Verfahren ist es auch schon so eine Vorstufe zu dem. Ja. Es ist vergleichbar mit der Wirkung der Hydrolate, würde ich mal Ja. behaupten wollen. Ja. Wie wendest du das praktisch an? Bei den ätherischen Ölen zum Beispiel. Ich zeige immer ganz gerne hier diesen Machold-Inhalator. Das ist aus Glas geblasen, ein Gefäß. Da tropfe ich das ätherische Öl, die Essenz. Zwei Tropfen gebe ich hier rein in diesen kleinen Trichter. Dann sind die Tropfen hier und dann kann ich. Ich habe hier so einen Nasenaufsatz, kann ich zum Beispiel das einfach nur an meine Nase halten und einatmen. Man sagt, glaube ich, zwei Tropfen sind ungefähr 72 Züge hier dran. Also es hält ziemlich lange und du Ja. brauchst wirklich nicht viel davon. Oder man macht dieses Nasenstück ab, ups, und zieht einfach dran. Auch eine schöne Sache, gerade bei Erkältungskrankheiten. Einfach weil die Lunge wird beruhigt. Ich mache da zum Beispiel in den Machold-Inhalator gerne Eukalyptus rein. Das hilft, wenn du Hustenreiz hast, einfach auch. Du kannst tiefer durchatmen. Du kannst auch Minze reinmachen. Also diese Öle, die einfach sehr, sehr stark auch im Duft sind. Ja. Oder Thymian ist ja auch so ein klassisches Hustenmittel. Mit dem Glas Inhalator kann ich natürlich bei uns den Hund oder Katzen Nein. oder auch bei den Pferden wenig Mal anfangen. probieren, wäre cool. Und da arbeite ich gern mit einem Ultraschallvernebler, dass das fein vernebelt wird, die Öle mit dem Wasser, und dadurch der Dampf, im Prinzip sind wir wieder bei dem mit dem Handtuch, aber auf eine andere Art, weil es wird nicht erhitzt oder was. Und da werden nur die ganz feinen Partikel dann im Wasser eingeatmet. Und das wird durch die Ultraschallvernebler, die sind meistens sehr leise. Und dadurch wird es sehr gut bei Katzen auch oder Hasen oder egal was, Hunden, sehr gut akzeptiert, dass man da inhalieren kann. Es Auch gibt jetzt. natürlich auch professionelle Geräte, auch bei den Pferden. Und da, wo man dann das über so einen Inhalator dann reingibt, den Dampf. Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Es war früher einfach sehr modern, diese Aromalampen, ein Teelicht runterstellen und Wasser in ein Schälchen und dann Tropfen rein und das verdampfen. Habe ich früher auch gehabt und dann roch es irgendwann nicht mehr, hast halt noch mehr reingemacht oder ja, wie soll man sagen, diesen verbrauchten Geruch einfach von diesem ätherischen Ja. Öl. Und dann sitzt ja auch dann wie so Wachsreste manchmal da noch dran. Davon würde ich sagen, das ist eigentlich, das tut dem ätherischen Öl nicht gut, weil du erhitzt es einfach unnötig und viele Stoffe gehen dadurch auch verloren dann. Und da finde ich das, was du empfohlen hast, diesen Ultraschallvernebler, das finde ich sehr, sehr gut. Das Ja. ist eine gute Alternative. Was auch, sag mal, für einen Raum, diese Diffuser, diese Raumbefeuchter, die sind auch gut. Das, also, dass man sagt, man stellt es in den Raum und bläst, das ist auch im Endeffekt wie ein Ultraschallvernebler, der den Dampf dann im Raum bläst. Und da sage ich immer nur aufpassen, wenn man Katzen hat, bitte denen die Möglichkeit geben, abzuhauen. Ja.
Weil die wissen ganz genau, was ihnen gut tut und nicht. Und Katzen können auch oft manche Gerüche überhaupt nicht abhaben oder tun ihnen auch nicht gut. Und da sage ich mal, gebt ihnen die Möglichkeit, dass sie den Raum verlassen können. Ja. Ja. Und auch von meiner Seite noch zu diesen Raumbeduftern. Das war im Pflegeheim zum Beispiel auch eine ganz tolle Anwendung, wenn jemand neu kommt in das Heim. Ne? Es ist ja meistens nicht, weil man schreit, Juhu, das ist super, Ja. ich möchte jetzt hier einziehen, sondern eher mit sehr gedrückten Gedanken. Und es ist ja auch ein Abschied nehmen häufig von einem wichtigen Lebensabschnitt. Und häufig ist es ja auch der letzte Lebensabschnitt. Da gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein Zimmer mit Kardamom bedampft. Einfach Kardamom macht etwas, dass du dich wohlfühlst, dass du dich willkommen fühlst in der Fremde. Das ist so, dass das Mittelbild von diesem ätherischen Öl oder aber Orange, was eine fröhliche ein Stück weit ja, stimmungsaufhellende Wirkung auch haben kann. Und da gibt es interessante Erfahrungen bei Menschen auch im Pflegeheim. Eine Frau, die nicht mehr aus dem Bett aufsteigt und sagt, sie will einfach nicht mehr und weiß auch nicht mehr und irgendwie geht es ihr nicht gut, aber du kennst sie noch aus in einem anderen Zustand, wo sie einfach agiler war und auf einmal plötzlich so etwas. Und da hat zum Beispiel geholfen, Anwendungen mit Orange zu machen. Und es dauert, aber sie ist wieder agiler geworden dann. Das gibt es. Das kannst du Ja. nicht immer hundertprozentig beschwören, aber es ist kein Medikament, es ist keine Extratherapie, sondern einfach ganz unterschwellig, subtil und es kann helfen, jemanden wieder ein Stück weit zu mobilisieren Ja. oder sagen wir es unterstützen. Ja. Jetzt, wenn man von den Inhalationen weggeht und alles, wie kann ich jetzt die Öle noch anwenden? Du kannst zum Beispiel, also das ist, was ich mittlerweile unter Aromatherapie verstehe, dass es eher darum geht, du hast Kopfschmerzen, ach, dann nimm doch dieses ätherische Öl, was auch gut ist und auch helfen kann. Aber aus meiner Sicht, die Öle können noch viel mehr, dazu gerne später nochmal. Aber wie ich die im Alltag anwende, zum Beispiel, wenn ich danach gehe, ich bin ein bisschen schlapp und auch brauche wieder ein bisschen Schwung im Alltag, habe vielleicht leichte Kopfschmerzen, da habe ich zum Beispiel mir Jojobaöl abgefüllt in so einen Aromaroller und 2 Tropfen grüne Zitrone mit reingegeben. Und das kann ich dann auf die Schläfen auftragen oder auf die Pulsgelenke oder man macht sich das hier so ein bisschen. Um leichte Kopfschmerzen abzuwehren, bisschen Schwung oder ein bisschen Frische der Gedanken einfach zu bekommen. Oder du kannst es als Raumspray auch nutzen, ne, dass du einfach dann Wasser mit Alkohol mischt und dann ein paar Tropfen vom ätherischen Öl deiner Wahl reinmachst. Zum Beispiel Lemongrass kann ein sehr schöner Stimmungsaufheller sein, wenn man das Gefühl hat, der Schwung ist irgendwie raus, ist Lemongrass. Also ein ganz, ganz tolles Mittel, um wieder ein bisschen frisch und leichter zu sein. Genau. Ja, es gibt wahnsinnig viele Anwendungen, gibt auch viele Bücher dazu. Du kannst es als Massageöl nutzen oder aber du hast vielleicht Bauchweh, dann machst du dir eine Basismischung, also Jojobaöl oder Mandelöl und dann ein paar Tropfen, zum Beispiel Fenchel rein oder Kardamom und reibst dir damit dann die Bauchgegend. Also es belebt einfach da in dem Bereich auch. Und dann gibt es ganz, ganz viele Anwendungen. Eine finde ich zum Beispiel ganz toll. In meinen Staubsauger, in den Filter, tropfe ich einfach ein bisschen Lavendel. Und immer wenn ich staubsauge, duftet dann die Wohnung nach Lavendel. Und das ist eine tolle Ja. Alltagsanwendung. Ja. Es ist dein Bildschirm so dunkel. Ist das Oh, bloß bei dir oder bei es ist mir? Sonne wahrscheinlich. Ich werde mal was machen, dass die ein bisschen ausgesperrt wird. Ja. Ah, jetzt bist du Dann wieder war es die Sonne einfach, die reinkam und hat mich einfach überstrahlt. heller. Ja, jetzt habe ich dich doch unterbrochen.
Jetzt war okay, den Raumspray und aber du hast mir auch so ein kleines Fläschchen gezeigt, was Ja, du immer machst. genau. Also nochmal zur Aromatherapie. Sie war ursprünglich einfach gedacht, die Schulmedizin auch zu ergänzen und sanft zu wirken und dass Menschen eigenbestimmt auch noch zusätzlich zur gängigen Therapie etwas für sich finden. Ich habe aber das Gefühl, im Laufe der Zeit ist es eher abgeflacht und mehr so im Wellnessbereich anzusiedeln. Das ist schön, ne? Da geht es dann auch vorrangig eher um den Geruch und gar nicht mal so um die Qualität auch des Öles. Ne? Es gibt ja wahnsinnig viele Duftöle zu kaufen, die von zweifelhafter Qualität manchmal sind, aber angenehm riechen. Aber wenn du mal Kontakt wirklich auch mit einem reinen ätherischen Öl hattest, was sehr naturbelassen ist, es ist eine andere Wirkung einfach. Und so benutze ich die gerne. Das nennt sich dann auch lebendige Aromakunde. Das ist eine Weiterentwicklung der Aromatherapie durch den Jürgen Trott Schepe, der dann auch mein Lehrer geworden ist. Es geht darum, dass du die ätherischen Öle als komplettes Wesen wahrnimmst. Hört sich jetzt sehr abgehoben an, aber in der Praxis ist es, dass du ein paar Tropfen vom ätherischen Öl hier in so ein kleines Fläschchen tust, gar nicht dran riechst, sondern das bei dir trägst für einen Zeitraum von 3 bis 6 Wochen und schaust, wie verändert sich deine Wahrnehmung? Gibt es irgendwelche spannenden Ereignisse? Was träumst du? Also mehr so in so eine Wahrnehmungsschulung gehst und dann immer schön fleißig auch ein bisschen Tagebuch führst, was du wahrgenommen hast. Und dann ist es am besten noch in einer Gruppe das gemacht zu haben, also dass vielleicht eine Gruppe von 10 Leuten mit diesem Öl, wo keiner vielleicht weiß, was es ist, vielleicht auch keiner dran gerochen hat, 6 Wochen damit mal schwanger geht und sich dann austauscht darüber, was sie wahrgenommen haben. Und dann ist spannend, was für ein Oberthema sich manchmal herauskristallisiert. Ja, das kann sein wie, Mensch, ja, mehr Mut zum Leben zu haben oder eine Gelöstheit zu empfinden. Und das kann sein, dass diese 10 Leute verschiedene Dinge beschreiben, wie sie Gelöstheit im Alltag gespürt haben. Aber es ging jedes Mal um Gelöstheit, ohne es zu wissen. Ja, der eine hat vielleicht die Blockade mehr wahrgenommen, wie sich eine Blockade anfühlt, wenn ich nicht gelöst bin. Ja, und der nächste hat völlig frei, ist weiter seinen Weg gegangen, hat gemerkt, ja, so fühlt sich das an. Und das ist spannend in einer Gruppe. Ich mache so wie so einen Kreis, das Öl in die Mitte, wie diese Aspekte wahrgenommen werden können. Und darum geht es unter anderem in der lebendigen Aromakunde. Und es geht darum, wenn ich das anwende bei Klienten, dass es darum geht, ich versuche im Gespräch rauszuhören, was ist sein Bedürfnis, wonach sehnt er sich, was möchte er gerade in diesem Moment. Also nicht, wie jetzt die Aromatherapie verstanden wird, an welcher Stelle hapert es bei dir, ach, du hast Kopfschmerzen, ah ja, dann nimmst du dieses Öl, sondern da kommt jemand mit Kopfschmerzen bei lebendiger Aromakunde und du fragst, wonach ist dir? Welches Bedürfnis hast du? Ist es eher ein Ruhebedürfnis? Ist es ein Bedürfnis, du hast Kopf, also du möchtest eher jemandem mal die Meinung sagen oder mal für dich stehen oder was auch immer das ist. Also ich frage mehr danach, worum geht's dir? Was wünschst du dir? Was darf sein? Und dann wähle ich ein Öl aus, was diese Qualität unterstützen kann. Es kann, also das heißt, bei der Aromatherapie gibt es dann den Lavendel und bei der Aromakunde kann es sein, dass ich 5 verschiedene Öle aussuche. Das eine mehr für das Selbstbewusstsein, das andere mehr für das Ruhebedürfnis. Und der Klient guckt, welches ist es denn dann? Ja. Und zusätzlich kann passieren als Nebeneffekt, dass die Kopfschmerzen weggehen. Also ja, vielleicht kann ich das so damit ein bisschen deutlicher machen, was der Unterschied ist. Ja, ich lasse dann oft, ich sage immer, ich drück denen eine Flasche in die Hand
und sagt, du schaust jetzt nicht, was das ist oder Ja. sonstiges, nimmst es nur in die Hand und spürst rein, was macht das bei dir? Genau. Was, Genau. wie fühlt sich das an? Und so testen wir vielleicht 3, 4, 5 Öle durch und finden dadurch das Richtige oder die richtigen. Und die mische ich dann in einer Trägersubstanz. Genau, und in der Methode auch der lebendigen Aromakunde Ja. versuchen wir bei einem einzigen Öl auch zu bleiben dann, weil dieses Wirkungsspektrum dieses Ja. einen deines Öles auch schon sehr, sehr stark sein kann und wirklich dieses Thema gut umrundet. Ja, meistens ist auch ein Öl, das einfach da ist. Oder ich sage sie sollen die Augen schließen und einmal an ihr Problem denken und was für Geruch ihnen in den Sinn kommt. Ja, Was für richtig. Geruch zeigt sich? Was riechen Sie? Was hilft Ihnen für Geruch? Und da kommen auch die spannendsten Sachen oft zum Vorschein. Aber es gibt immer wieder auch ganz viele Menschen, die sagen, ich merke nichts. Jo. Häufig nehme ich dann die Fläschchen und sie riechen dann, gehen nach dem Geruch, beziehungsweise ich versuche vorher durch gutes Zuhören schon mal auszuwählen, eine kleine Auswahl an drei Sachen zu Ja. finden, ja, das, wo derjenige vielleicht durch Spüren einen Unterschied merkt. Merkt er das auch nicht, dann bestimme ich eins. Okay. Und ja, bei mir ist dann oft, dass ich schon den Duft wahrnehme und schon das Öl im Prinzip schon weiß und dann denen aber oft erst ein anderes Öl riechen lasse und dann das Passende. Ja, so ein Trick wende ich auch immer mal an, dass ich mal eins richtig aus der Art raus, wähle und da mit reinstelle, damit auch ich sehe, spürt er das? Ja, ist mein Riecher richtig? Also Ja. wie wir auch schon in den vorigen Gesprächen immer gesagt haben, unser Körper, den als Instrument zu nutzen und zu eichen und auch zu wissen, nicht alles, was ich denke, ist immer richtig. Nee. Ja, also du Auch musst nicht alles da, glauben, was du denkst. ich teste dann mich selber auch damit, ob Ja. ich mit dem richtig bin. Ja. Ja, das ist immer so. Genau. Für mich ist auch eine schöne Anwendung der Öle in Cremen oder in Salben, um dort die Wirkung nochmal über dies zu verstärken oder auf eine andere oder auf eine feinere Art nochmal auf den Körper aufzutragen. Was natürlich auch hier bei den Tieren sehr gut ist, weil man da schön den Bauch einreiben kann oder eben die Pfoten einreiben und massieren kann. Ja, Also man. es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar kleine Grundregeln, einfach wirklich ätherische Öle selten pur zu verwenden. Oder wenn du Lust hast, das pur zu nehmen, mach es erstmal bitte an dir. Ja, man kann sie auch einnehmen, aber das ist nicht eine gängige Empfehlung. Das ist wirklich hier auf eigener Gefahr. Ja. Also praktisch Also auch beim ich habe, wenn Ausblenden. man reine Öle hat, so kann man, so wie ich mache, dann oft, dass ich Oregano einfach auch nochmal zum Nachwürzen für die Tomatensauce verwende. Oder mir ein, zwei Tropfen Zitrone oder Lemon oder Orange ins Wasser gebe, weil das dann auch für mich eine reinigende Wirkung hat. Ja. Und eine, ja, und das ist auch, also, aber das mache ich so oder ist für mich so praktikabel, aber da auch wirklich auf reine Öle teils gehen. Das Spannende, was ich auch erlebt habe, wenn du bei den Tieren die Auswahl der Öle, das sind Pferde zum Beispiel, die sind da genial. Man macht da ein Tropfen Öl auf der Hand und vielleicht ein anderes Öl auf die andere Hand und hält erst das eine hin und das Pferd riecht, dreht den Kopf weg und hält das andere hin und dann kann es sein, dass einem das Pferd die ganze Hand abschlägt. Dann weiß man, das ist das richtige Öl. Also die sind da genial.
Die reagieren da auch sofort drauf. Also ich habe dann einmal für Menschen so eine Technik gelernt, so eine Aroma Touch heißt es. Und so ähnlich wende ich das auch manchmal bei den Pferden an, dass ich da mit verschiedenen Ölen einfach ein bisschen den Körper stimuliere. Und also da habe ich schon erlebt, dass dann der Kopf auf dem Besitzer gelegen ist und er gesagt hat, ich kann nicht mehr stehen, weil der ist eingeschlafen und der Kopf drückt so nach unten. Also ganz, die Pferde reagieren da so sensibel, so herrlich. Und ich habe dann ein Buch geschenkt kriegt in Englisch, also das hat eine Engländerin oder Amerikanerin geschrieben. Und die hat die Öle benutzt und hat und zwar in Tierparks und so Sachen, wo sie, wenn zum Beispiel Löwen oder Tiger irgend auffällig waren, dann hat sie drei Zettel oder drei Tücher genommen und hat überall einen Tropfen verschiedene Öle drauf gemacht, hat die drei Tücher unter die Gitter geschoben und hat die Tiere entscheiden lassen auch, was ist das Richtige. Und das war immer so passend dann, wo sie gesagt hat, das war so spannend zu erleben, wo die haben immer für sich das Richtige dann ausgewählt. Ja, und das ist für uns als Mittler auch super spannend im Prozess, einfach dann auch zu sehen, Mensch, jetzt strahlen die Augen und auch für sich selber zu sehen, ah, mein Gefühl. Super, war richtig. Oder aber, dass du überrascht wirst und denkst, ah, okay, es brauchte erst dieses Öl davor, damit das, was ich eigentlich dachte, was derjenige braucht, zur Wirkung kommen kann. Ja, manchmal kann auch sein, dass die Person andere Öle nochmal wählt und du dann denkst, hätte ich jetzt nicht genommen? Ah ja, spannend. Ah ja, na klar, natürlich. Und dann verstehst du es. Und das ist ja auch so schön, damit zu arbeiten, weil es was Kreatives ist. Es schult deine Wahrnehmung und es hilft dir einfach auch stärker, dass du spürst, was ist richtig für mich. Ja, und das abgleichen kannst und auch ein bisschen mehr Gefühl auch noch dafür bekommst, okay, das könnte dem gut tun, aber lass es ein Vorschlag bleiben. Ja, und derjenige entscheidet das selbst, ob er es möchte. Das finde ich ist auch ein sehr schöner Lernprozess, gerade auch wenn man in einem helfenden Beruf oder in einem helfenden Bereich arbeitet, einfach den anderen auch dann lassen zu können. Ich mache ein Angebot, er kann es annehmen oder er kann es auch sein lassen oder kommt durch mein Angebot auf eine ganz andere Idee. Das kann sehr, sehr schön sein, so einen Prozess mitzugestalten auch. Ja, hast du noch irgendwie für die Leute so Fallbeispiele, so praktische, wo du sagst, wow, das war einfach schön zu erleben? Ja, ich kann aus meinem Pflegeheim-Alltag noch berichten. Bin dann ein bisschen so forschend auf den Weg gegangen, habe geguckt, irgendwie, wie kann man das so unterbringen im Pflegealltag. Du hast eine Idee, du darfst es jetzt machen, ja, die Öle dürfen angeschafft werden, okay. Wie machst du es so, dass es nicht zu viel Geld kostet und dass es auch nicht verschwendet ist, einfach was du genommen hast? Und ich habe dann mir überlegt, na, Fußbäder wäre eine Möglichkeit und habe jedem der Klienten da Fußbäder angeboten. Gab auch einige, die gesagt haben, nein, aber relativ viele haben gesagt, ach ja, können wir mal machen, weil es war unkompliziert. Sie mussten wirklich nur Schuhe und Strümpfe ausziehen und konnten dann in einer etwas ruhigeren Ecke, konnten sie dann sitzen. Und du kannst die ätherischen Öle, zwei Tropfen, in ein großes Honigglas geben. Und der Honig wird nicht schlecht, was Öle aber leider irgendwann so nach 2 Jahren auch mal werden. Also war das eine Möglichkeit, wie du diese Therapiemittel relativ lange aufheben kannst. Und es gab manche Menschen, die waren recht feinfühlig dafür. Ja, die haben dann auch gleich was gespürt und konnten das dann auch formulieren. Und dann hatten wir auch Männer gehabt, die da nicht so drüber reden, die das aber irgendwie nett fanden, ein Fußbad zu machen. Ja, und dann hatte ich
bei jemandem, der sehr zurückgezogen war und auch auf, ja, auch, da hatte die Frau ihn auch verlassen gehabt, ihm habe ich einfach Rose mit ins Fußbad reingemacht. Das roch gar nicht groß, habe da auch nicht groß was erzählt, aber er fand das, hat dann selber auch immer wieder gesagt, ach Mensch, können wir nicht mal wieder ein Fußbad machen? Klar, können wir machen, ne? Alles war da. Und ich merkte, wie er etwas weicher langsam wieder wurde. Und das brauchte nicht weiter kommuniziert werden. Und er fand das schön, darüber ja auch ein Stück weit Zuwendung zu bekommen, ohne Berührung. Und es war eine schöne Sache, das so aus dem Pflegealltag. Ja, herrlich. Ja, und sonst privat. Ich habe eine sehr, sehr schöne persönliche Erfahrung mit dem Sandelholz machen dürfen. Es gab mal, wie in jedem Leben natürlich auch mal Momente, wo es einem nicht gut ging, wo du viel Kummer hattest und ich hatte wahnsinnigen Herzschmerz gehabt und habe dann mit dem Sandelholz gearbeitet, hatte dann auch so ein kleines Fläschchen, habe das bei mir getragen und habe durch einen Traum ein ziemlich interessante Begegnung einfach gehabt und habe dann gesehen einfach, wie die Leben wie ein Kreis so dastanden. In einem Leben hattest du Mangel, in einem anderen Leben hattest du die ganze Fülle und alles, was ich mir gewünscht habe, war vorhanden und es war auf einmal wie so ein Frieden, so im Sinne von, es ist ja alles da, du hast ja alles, ne? Was ich jetzt im Moment vielleicht nicht so spüre, aber in einer anderen Situation ist es da und es ist nicht was Intellektuelles, was du verstehen musst, sondern es ist einfach so ein Gefühl. Und wenn ich darüber jetzt spreche, mag es erstmal sich auch nicht so greifbar anhören, aber es war Ja. wie ein sehr friedliches Gefühl, was sich auf einmal eingestellt hat und dieser Kummer ist so nie wieder aufgetaucht. Und wenn ein bisschen Kummer mal da ist, dann weiß ich ganz genau, dieses Sandelholz hilft mir, es reicht mir der Geruch oder ich trage das Öl extra dann hier so im Brustbereich auch und ich merke, wie es sich wieder anfängt zu lösen. Das ist eine Ja. wunderschöne Erfahrung, ohne dass ich das extra jetzt mit einem anderen Menschen teilen muss, was da genau vorgefallen ist und was da nun blöd ist. Manchmal macht das drüber reden das noch schlimmer. Und ich finde es sehr schön, dass es eine zusätzliche Möglichkeit ist, einfach sich selbst zu behandeln und ja, bei sich zu bleiben und so im Dialog mit sich selbst auch zu sein. Ja. Das ist so meine ganz persönliche Erfahrung dazu. Eine von vielen. Ja. Lasst euch nicht zu doll beeindrucken, halt, was wir beide jetzt so schon an Erfahrungen Ja. erzählen. Lasst euch lieber anregen und seid gespannt, welche Ja. Erlebnisse ihr damit erfahren werdet. Ja, das mögen noch ganz, ganz andere Sachen sein. Es ist einfach, es bringt einfach mehr Freude wieder in den Alltag. Ja. Ich denke oft ausprobieren oder mal mit einem Öl anfangen. Und ich sage ja, man merkt dann auch, wie bei den Pflanzen, es werden dann auf einmal ganz viele und plötzlich vor allen Ecken kommt es auf einen zu. Und es ist total spannend. Ich habe jetzt letzte Woche erst wieder Kater total verschnupft, verrotzt. Und den haben wir schon behandelt, aber er hat dann plötzlich war alles so geschwollen und so dick, dass er aufs Fressen, er ging zum Napf hin, aber er hat sein Essen nicht mehr riechen können. Und dadurch, die würden neben vollen Futternapf verhungern, weil sie das Futter nicht riechen. Und dann haben wir inhaliert und die hat dann den Nasen Aufsatz so am Stuhl befestigt in den an der Stuhllehne in den Leisten, Leben. ja, hat es ihn festbunden und so zum Kater hindreht, wo der gelegen ist, und der ist in dem vollen Nebel ist der liegen geblieben. Der hat es genossen, dass also der mehr hat sofort gemerkt, es tut mir gut. Und schon am nächsten Tag hat er schon wieder angefangen zu fressen. Die Verdickung hat sich gelöst und der Rotz ist da, hat's laufen angefangen.
Und nach 2 Tagen hat er schon wieder eigentlich fast die normale Portion gefressen. Es ist noch nicht durch, aber es hat ihm Erleichterung verschaffen in dem Moment. Welches Öl habt ihr genommen? Da haben wir eine Mischung gemacht. Okay. Ja, da waren zum Beispiel Zirbelmar drinnen. Ich habe dann aus der Alantwurzel einen Ölauszug gemacht, weil ich kein Öl hatte. Und dann waren noch 2 Öle. Also das war eine Mischung, aber für den Kater passend. Ich sage aber, das, was man auch vielleicht wieder lernen darf, jedes Wesen als Individuum zu sehen. Und was jetzt bei diesem Kater funktioniert hat, muss nicht unbedingt beim nächsten auch funktionieren. Der braucht vielleicht eine andere Ölmischung. Also da nicht jetzt sagen, wie in der Schulmedizin, Symptom A und Symptom B, da brauche ich diese Tablette, sondern das ganze Lebewesen anzusehen. Und dann zu sagen, okay, da lasse ich vielleicht das eine weg und tue wieder was Neues dazu oder was, oder tue ganz neue Mischung machen, das passt für den besser. Und das ist letztendlich ja auch die Botschaft dann der lebendigen Aromakunde. Hör hin, spür hin, was braucht dieserjenige Ja. hier? Und lass ihn auch mitentscheiden. Also das Schöne ist ja, dass du Teil des ganzen Ja. Prozesses bist. Und das ist etwas, was wir so in dieser Gesellschaft erstmal nicht so gelernt haben, sondern im Laufe des Lebens uns wieder zurückerobern dürfen, Ja. dieses Ich bin gefragt. Das ist Ja. wichtig, wie ich es empfinde und spüre. Das muss kein anderer so sehen und verstehen. Aber ich weiß es, es ist für mich so richtig. Ich sage, das ist ja schon oft, wenn er zum Beispiel 2 Hunde hat. Der eine will das, der lechzt danach, und der andere, den schüttelt es richtig und haut ab. Also da kann man schon sehen, wie unterschiedlich das passt einfach für den einen, aber nicht für den anderen. Genau, Ja. genau. Ja. Und da wieder mehr in das, ja, ich sage immer, in das Fühlen zu kommen, wieder in das Spüren. Nicht so nach Skript und nach gelernt und nach Norm. Ja, ich mag das immer nicht. Wie ich sage, aber das sind nur Anregungen. Man könnte es vielleicht so machen, aber Ja. immer zu schauen, ist es für das Tier auch das Richtige? Und hab keine Angst, auch mal dich zu irren. Es ist in Ja, Ordnung. ja. Ja, es ist einfach, steckt so tief drin, dieses, ich möchte keinen Fehler machen, ich Ja. möchte Sicherheit, ich möchte eigentlich schon ein vorgegebenes Rezeptur, an der ich mich nur langhangeln muss und dann bin ich auf der richtigen Seite. Aber Entschuldigung, auch du bist wirklich selber gefragt. Ja, es Ja. gibt kein vollständiges Rezept, sondern das Spannende ist am Leben und an der Lebendigkeit einfach beim Laufen findest du raus, entscheide wieder neu, überlege oder sage, das habe ich früher so gesehen, mittlerweile habe ich so viel Erfahrung, dass ich sage, nein, das sehe ich nicht mehr so. Es ist in Ordnung. Ja, Ja. oder auch, ich sag so wie da, es war dann, ja, wir brauchen ein Öl aus der Alantwurzel. Ja, ich habe kein Öl da, aber ich habe Alantwurzel da. Also mache ich schnell einen Heißauszug, einen Ölauszug. Genau, Dann kann genau. ich auch von dem Öl wieder tropfenweise dazugeben. Und so nicht auf irgendetwas beschränken lassen, sondern selber rausfinden, was kann ich machen oder was kann ich denn? Oder manchmal ist, ja, dann kommt mir was in den Sinn, ja, diese Pflanze oder dieses Öl wäre passend. Ja, ich habe weder die Pflanze noch das Öl im Moment da. Dann gehe ich hin und sage, okay, ich brauche eine Alternative. Ja. Jede Pflanze hat auch eine Alternative. Gerade wenn sie mir nachher sagen, ja, das sind Pflanzen aus Südamerika oder irgendwas, sage ich, ich brauche eine Alternative, die hier wächst. Ja, Und richtig. auch das gibt es. Ja. Und Ja. auch so wissen, ich bin nicht vergessen, sondern Ja. wirklich, also das sind ja einfach
ganz simple Erfahrung, aber wirklich alles, was du brauchst, ist da. Und Ja. so sieht es dann im Alltag aus. Ja, Und nicht. was kann ich dann als Alternative verwenden? Was gibt es? Ich sage, das war so, ist zwar anderes Thema. Therapeutin sagt zu mir, ich muss Omega-3 nehmen, Fischöl. Sage ich, ja, ich brauche Alternative, ich nehme kein Fischöl. Ich mag das nicht. Und ja, aber das brauchst du, das musst du nehmen. Sag ich, du musst schauen, du musst mir Alternative anbieten. Fisch, Fleisch geht nicht. Fertig. Sag ich, also die war so starr in ihrem Denken. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe dann rausgefunden, ist ganz einfach, Algenöl. Und dann hast du eine ganz einfache Alternative, die vegan ist und ohne Fisch und ohne Fleisch und alles. Ich sage, es geht immer, es gibt immer Alternativen. Lasst euch nicht beirren. Ja, und frag dich selbst und Ja. lass einfach auch dem Zufall noch genug Raum, Ja. dass er dich erreichen kann und sagen kann, hey, guck doch mal, da ist Ja. es hier. Und das ist, was Leben dann auch schön und einfach macht. Ja, Ja. wenn wir uns drauf einlassen Ja. und nicht immer der Verstand wieder zweifelt und sagt, echt so einfach, das geht nicht, ist Quatsch. Ja. Oder dann hast du dich dann doch mal verrannt oder geirrt. Na und, es ist Ja. mit zum Spiel. Ich weiß, mittendrin lachst du nicht, findest es ganz furchtbar, aber mit Abstand. Oder du hast einen Partner, wie auch immer, Freund, Freundin, die einfach dich dran erinnern. Wirklich jetzt? Ach Ja. komm. Wo, ich sage, da sucht man erst so einen ganz komplizierten Weg, Ach ja. der einen Kopfschmerzen bereitet und alles, bis man irgendwann macht, hallo, wach mal auf. Wenn du hier die Abzweigung nimmst, hast du ganz einen einfachen Weg und der funktioniert genauso. Genau. Wie heißt Ja. es in einem russischen Märchen? Der Morgen ist klüger als der Abend. Geh ins Bett, schlaf, wach Ja. auf und dann manchmal geht es dann wieder Ja, weiter. ja. Ja. Oh Ich habe Mann. noch ein schönes Schlusswort von Ja. Jürgen und seiner Frau Gundula. Und zwar zur lebendigen Aromakunde auch, in jedem Menschen lebt ein heiler Kern, aus dem er schöpfen, von dem er lernen und den jeder andere respektieren kann. Ja. Ich finde, das fasst das so schön zusammen, Oh diesen ja. neuen Weg zu gehen. Geh in einen Dialog mit dir. Schule dich. Natürlich wirst du auch mal irren. Natürlich hast du auch mal einen Fehler gemacht. Aber mach weiter. Schul einfach dich. Und dein Körper ist ein Riesengeschenk. Er ist sehr, sehr sensibel. Er gibt dir wirklich, er kann nicht lügen. Ja. Und versuche, eine gute Beziehung mit ihm aufzubauen. Ja, so, dass du immer mehr dein Gefühl schulst und gar nicht mehr so stark dringend jemand anderen brauchst, der dir sagt, was mit dir los ist. Woher soll der das wissen? Er hat Ja. vielleicht Erfahrung, er kann dir einen Hinweis geben, einen Impuls kann dir jeder andere auch geben. Ja. Dafür ist das toll, wir brauchen die anderen. Aber was wirklich mit dir los ist, das kannst du wissen. Ja, der hat was schöner Schlusssatz. Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder für dieses tolle Gespräch und freue mich schon auf das nächste. Okay, sehr gerne, Monika. Hat mir auch Freude gebracht. Ja, und ich hoffe, wir konnten wieder viele Impulse setzen und euch neugierig machen auf die ätherischen Öle. Ich werde einiges dazu verlinken, was geht, was wir auch irgendwo angesprochen haben oder was wichtig ist. Und bleibt neugierig, bleibt offen und probiert aus. Das Leben kann so schön sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wer mag, gerne wie immer ein Like oder abonniert den Kanal. Dann seht ihr auch die nächsten Videos. Ich freue mich darauf. Und sage danke und tschüss. Tschüss.